Herzlich willkommen zurück zu Fleischhammer spielt mit Schröber, heißt er heute noch, weil, glaube ich. 7 Days to Die. Hallo. Hallo, Schröbi. Hallo. Schröbchen. Ich kann ganz viele Zombies sehen. Ja. Schwierig. Ich suche mir einen anderen Spieler. Hey, Batman! Ja. Hast du noch einen Mitspieler für mich? Ja, Robin hat Zeit. Okay, mal tut mir leid. Batman hat gesagt, Robin hat Zeit. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ich möchte aber gerne mitspielen. Ja, bitte, gut. Bitte. Achso, ich wollte ja den Save aufmachen. Nicht, dass ich hier vergesse. Achtung, Save. Mach doch mal einen Save auf 20 Sekunden. 30, 40. Bräuchte was zu trinken. Warum habe ich das vorher nicht geklärt? Das kann ich dir nicht sagen. Schwierige Geschichte. Oh, the Sniper Rifle, ein Enforcer Magazine, noch ein Enforcer Magazine, ein Reloading Weekly Book und SMG Schematics. Dick? Super. Sehr, sehr anständig. Learn this shit. 4 neue Rezepte gelernt. Ein neues Rezept gelernt. Noch ein neues Rezept. Und das? Kann ich nicht. Gut, dann wird das jetzt direkt... Oh, ich hör so ja, wie du das... Ja, ich habe auch gerade noch 3 neue Sachen gelernt. Ich habe hier ein Enforcer Magazine für dich, das könnte man... Ich hätte mir vielleicht vorher anschauen müssen, was ich da gleich lerne, ne? Ja, gute Idee. Naja, man kann nicht alt haben. Nee, man kann nicht alles haben, das ist wohl richtig. Also mal beim nächsten Mal gucken. 16:30, ne? Ich weiß ja nicht, wann du zurück möchtest. Heute Nacht nicht. Schlafen wir heute draußen, wir machen Biwak. Oh Gott. Was, oh Gott? Oh Gott, du bist ein Bundeswehrpilot, du musst was wissen. Bundeswehrpilot vor allen Dingen. Hm? Ja, aber ich war noch bei der Bundeswehr, im Gegensatz zu anderen Leuten. Ich wurde ausgemustert, das ist dafür kränklich. Nee, klar, wegen deinem umwerfend guten Aussehen. Er sagt, nehmen Sie Drogen, ist ja klar. Was wollen Sie denn haben? Was hätten sie ihn gern? Nee, natürlich nicht. Ist natürlich ein Spaß. Hast du das dritte Haus schon durchgelootet? Nee, ich bin immer noch im ersten hier. Gut. Eier mir hier in... Loot mir hier in zurechtgeeiert. So, was in dem Badezimmer? Ist auch nichts drin. Gut. Im Klo? Nichts. Da war ich schon dran. Dafür ist aber dieses Haus leer. Sollte ich den Fernseher noch mitnehmen können? Nope. Gut. Zweite Etage gibt es glaube ich nicht, ne? Ich bin jetzt im dritten Haus und hier sind doch, auch welche doch, Zombies. Doch. Hier gab es eine zweite Etage. Dün, dün, dün. Dafür habe ich auch die Küche leer gemacht diesmal. Komplett. Da musst du mich jetzt loben, weil ich sonst nicht mache. Du bist der Allerbeste. Okay. Wenn wir den Jack nicht hätten, das dann hätten wir jemand anders. Genau. Oh, ich habe hier ein Waffensafe-Ding. Dafür mache ich aber erstmal Burton ist leer. Nicht drin. Einen richtigen dicken Waffensafe. Hörst du mich? Ich höre dich auf jeden Fall. 30 Sekunden. Ah, schön. Schwierig. Lass dir Zeit. Diesen Safe kann man auch bauen, ne? Ja, ist richtig. War vorhin festgestellt, glaube ich. Mhm, bei einem kurzen Test. Lauf. Ja, mein jetzt hier 12 Sekunden, das ist natürlich echt... Kann ich dir nicht sagen. Mein Inventar ist übrigens schon wieder voll. Ja. Oh nein, hab ich jetzt abgebrochen? Ich hab abgebrochen. Schwierig, Karte aufmachen ist keine gute Idee. Nee, und auch E drücken ist auch keine gute Idee. Ach, nochmal E drücken jetzt? Ja, wenn du während des Aufmachens E drückst, brichst du den Öffnungsvorgang ab. Ja, dann lehne ich mich kurz zurück. 12 Sekunden, dann kriegt man was zu trinken wollen. Unterhalt mal kurz die Leute. Das wird schwierig. Ist nicht mein Job. Ich bin nur hier, um dir die Zombies vom Leib zu halten. Du einfach immer gleich stirbst. Hat geklappt. Ja. Rat mal, was ich hier drin hab. Button. Rocket Launcher und 8 Rockets. Was lass ich denn jetzt hier? Ein Messer. Hast du wieder dein Inventar? Du hast ein Messer einstecken, obwohl du einen Sledgehammer herstellen kannst? Nee, das Messer habe ich gefunden. Mhm. Okay. Ja, was ist daran ein Problem? Gibt es jetzt Probleme? Nee, es gibt gar kein Problem.
Haben wir damit. Haben wir ein Problem? Ich esse erstmal was. Guten Appetit. Katzenfutter. Oh, hier ist noch eine Küche, ey. Oh, Mann. Oh, Katzenfutter gibt irgendwelche komischen Geräusche. Hat Katzenfutter so an sich. Das macht. So, Ding, wie weit bist du? Ich bin in dem letzten Haus hier hinten drin und. Ist da noch was zu holen? Zweite Etage, ja, und so? Zweite Etage. Ihr hört komplett, okay, hier. Ich bin in der Küche, aber ich kann auch kaum noch was aufnehmen. Mhm. Aber wir sollten mal gucken, vielleicht ist noch was Cooles dabei. Sieht natürlich cool aus, das Haus. Ey, vielleicht sollten wir uns auch hier einquartieren. Achso, zweite Etage, hast du gesagt. Ja. Zweite Etage, hat gesagt. Ja, fangen wir mal hier schematisch, gehen wir hier vor. Schlafzimmer vom Kleen. Ist nichts zu holen. Ach, eine Couch, ne? Eine Couch wollten wir eigentlich mitnehmen. Oh, hier ist noch ein Toter. Ey. Oh, Alter, was ist denn hier noch alles? Noch ein Zelt. Guten Tag. Der hat sich hier. 15 Sekunden. Verabschiedet, sagt er. Bullet Chasing, nehme ich die mit? Sind die wichtig? Ja. Ja, ne, um uns Munition herzustellen. Was mit einem Bullet Tips müsste ich schon gemacht haben und die. Uiuiuiuiui, jetzt ein Problem. Warum? Ich habe ein Safe aufgemacht und da ist allerhand Zeug drin. Enforcer Magazine hattest du ja schon für mich, ne? Ja, habe ich. Danke. Do you feel lucky punch? You should, because this guide shows you how to craft eine 44er Magnum. Ach nee, Rounds. Schade. Which blow zombie head clean off. Super. Da freuen wir uns doch. Ich habe 2 Äxte. Oh, ist doch alles scheiße, ey. Oh. Was können wir jetzt hier wegschmeißen? Was ist denn hier? Brass ist wichtig, ne? Ja, Brass, daraus machen wir irgendwann diese Bullet Chasings. Also da wir Munition aktuell noch nicht herstellen, ist es erstmal noch nicht so wichtig. Oh, du wirst mir nachher wieder ausmeckern, weil wir hätten das nicht weggeschmissen und das Buch nehme ich auch mal mit für Papier, ne? Ich mecker dich überhaupt nie an. Das sind andere jemand Leute. Jemand anders, ja. Das sind immer andere Leute. Bin hier ist nicht. Noch ein Waffensafe. Meine Fresse. Ja, mach auf. Wie richtig lohnt. Ich bring Kaffee mit. Wofür eigentlich? Ich hab auch Kaffee. Weiß nicht. Sollten, ja, wir vielleicht, okay, sollten wir vielleicht kurz zusammenschmeißen. Gute Idee. Oh Mann, ey. Alles so wichtig und doch nicht. Dann. Muss auch haufenweise im Wasser hier lassen. Das ist total blöd eigentlich. Ach, jetzt schon wieder abgebrochen. Okay, halbe Stunde, weg wieder im Safe öffnen. Schön, ja. Ja, und nebenbei was trinken. Oh. Oh, unprofessionelles Gameplay, ey, wirklich. Mann, Mann, Mann. Ja, was ist das hier? Naja, gut. Ein Fleischhammer. Mal. Ja, aber früher, ne? Früher, da war er noch gut. Bitte. Früher war er viel härter und punkiger. Echt, wahr? Das ist ja typische Ärzteform. Nochmal 2 Rocket Launcher diesmal, ne? Also, weiß Bescheid. Vielleicht sollten wir einen mitnehmen noch. Aber 3 brauche ich jetzt auch nicht mitnehmen, ne? Ach doch, nimm mit. Nee, Quatsch. Also, 2 reichen ja. Also, ich meine, wir können den dritten natürlich mitnehmen, können versuchen, die Teile zu lernen und denen irgendwann selber herzustellen. Ob das geht, keine Ahnung, aber. Was lass ich denn hier, ey? Das ist. Character. So. Kann nichts mehr umwandeln. Umwandeln, siehst du? Nee, krieg auch nichts. Mann, ey, ihr lacht mich bestimmt nachher aus hier. Fleischer mal, guck doch mal hier. Schmeiß doch mal die schönen schwulen Blumen weg. Alles klar, gemacht. So. Blumen. Okay, wir müssen los. Ich kann hier uns nicht mehr tragen. Kommt noch ein Buch und nochmal 9 mm. Genau. Das ist gut. Übrigens, schön, dass die Hand neu aussieht und ich sag mal, schön ist. Dennoch sieht sie für mich aus wie die Hand von Gollum. Ja, definitiv. Die Hand ist relativ hässlich geworden. Entschuldigung, muss ich leider sagen. Die fällt mir persönlich nicht. Entschuldigen, wir müssen auch ein bisschen Kritik abkennen, die Funny von Pimps. So, Freund. Ah, ja. Da draußen ist noch ein Rucksack. Nee, da war ich schon dran. Ja, ist ein Messer drin gelegt. Nee, ich hab's einfach drin liegen lassen. So, dann komm, lass uns hier, oder wenn man. Ich bin vorne raus, 1,5 Stunden bis zurück. Ja, komm, wir gehen zurück. Ja, würde ich auch sagen. Heißt erstmal wieder los. Guck mal hier, siehst du das Ding? Alter, geil. Geil. Du hast da schon was zu essen in der Hand. Und eine Sniper Rifle, die sieht auch neu aus.
aus, Gott. Achso, ich drücke. Oh! Deine sieht. Also, die sieht doch neu aus. Sahen die schon ja. immer so cool aus? Nee. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, von, für aus meiner für einen Screenshot. Ist die gleich. Was hier, warte mal, wenn wir mal schade. Screenshot, das wäre cool. Alter, wie cool du bist. Du bist so cool. Ganz ehrlich. Ja. Hm. Ganz ehrlich. Gut, okay. Brauchst du noch Drama oder? Drama. Ohne Tasche keine Competition, heißt es, oder? Oh Gott, wie alt ist der Spruch? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Hm. Könnte jetzt jemand fragen. Schon, oh, guck mal, die Nacht bricht ran. Es wird dunkel. Hm. Ja, gut. Geh vor. Wir müssen in Richtung Osten, ne? Wir sind vorhin die ganze Zeit in Richtung Westen marschiert. Ja, wir müssen bis zur Kreuzung und dann müssen wir durch den Wald, ja. Wir müssen nur nach Osten. Genau. Osten geht die Sonne auf. Ich muss mal schnell hier im Wasser. Ex-Oriente Lux, ne? Nur mal so nebenbei. Ex-Oriente Lux? Ja, im Osten geht die Sonne auf. Oh, warte jetzt, Latein! Moment! Ja, muss ich die Aufnahmen schnell stoppen? Wegen Klugscheißer-Alarm, oder? Naja, weiß ich nicht. Nee, ist schön, schön. Wie heißt, was zu beweisen wäre, hieß? Oh Gott, keine Ahnung. Ach komm, das weißt du. Nein, weiß ich nicht. Natürlich weißt du das. Quad erat demonstrandum oder so? Hm, das hört sich so an, als hättest du mir schon mal erzählt. Und schon hat er wieder hier dieses Herzsymbol. Das ist ja schwierig. Ja, aber mit einer Bandage geht sofort weg. Ah, okay. Ich hab noch drei Bandagen. Das ist gut, dass ich die in der Tasche habe. Dann ist dieses Herzsymbol eventuell, dass du verletzt bist. Ja, Blut verlierst oder so. Ja, wahrscheinlich. Aber was ist denn die Infektion? Wofür du denn die Infektion hast? Du wahrscheinlich eine Art Herzsymbol. Da ist doch schon wieder irgendwas hier oben. Oder ist es connected? Ein Baumstumpf. Das sieht immer so aus. Untouched. Eine Taschenlampe. Nur eine Pistole. Aber, die nehmen wir mit. Und wandeln die gleich noch in Eisen. Ach so. Naja, klar. Bin nämlich der Meinung, dass ich schon die ganzen Molds schon hergestellt habe. Und wenn nicht, dann Pistolen findet man wie Sand am Meer. Nur Munition ist schwierig, hast du doch. Naja, sehr. Es steht in den Patch Notes, dass die Munition weniger werden soll, aber mit den entsprechenden Molds kannst du die zu Massen herstellen. Na gut, okay. Leere Gläser. Gute Idee. Hat er eine Tasche? Kannst du doch, kannst du noch. Sieht auch ein bisschen aus wie Urin. So wie dieser gelbe Tee. Keinen gelben Schnee essen. Was denn? Nichts. Nee, nichts. Was denn? So. Nee, gar nichts. Willst du vielleicht gleich erstmal hier... Kommst du drin? Ja, gerne. Kommst du rausgucken. Dann lass uns mal hier unseren... Kram... Noch. Ja. Das gibt's doch nicht. Geh doch kaputt. Da. Ach ja, genau. Habe ich vergessen zu erwähnen. Die meisten Sachen sind jetzt wesentlich robuster. Also wenn du Stein abbaust, ist das nicht mehr irgendwie mit drei oder vier Schlägen gemacht, sondern da musst du jetzt... Wenn mit Holz? Schlag mit der Axt jetzt schon 8. Mal, ich meine, ich habe nicht viel Stamina, aber... Sonst war es 3 Mal. Ah, ja. Jetzt ist er hin. Genau. Okay. Surprise, surprise. Die Luft ist hier so rein. Ach so, wisst ihr, habt ihr das beim letzten Mal... Nee, haben wir nicht erzählt, ne? Wir wollen hier einen Tower bauen, der soll hier hochgehen. Oder ich will den bauen. Schon mal Grundstein gelegt hier mit Concrete. Reinforced Concrete. So, Essen wohin? Unten in die Kiste neben dem Kamin. Ich brauch Holz. Bad Boy. Ich hab aber auch ein bisschen was zu essen. Oh, 6 von diesen Hühnersuppe ist das? Ja, can of soup, geil. Das Enforcer Magazine kannst du dir hier noch abholen bei mir? Ja, mach ich. Ah, gibt auch neues Essenzeug, ne? Ja, genau. Large Beef Ration. Ja, ich hab den Sinn noch nicht so ganz erkannt, warum jetzt da noch mehr kam. Aber okay, warum nicht? Kann man ja machen. Absolut. Ja. Ach, sag mal, kannst du mir fundiert Wissen dalassen, was Kaffee angeht?
Bringt das was? Bringt das nichts? Ich hab keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall. Nee, ja, ist eine Aussage. Ja, frag doch deinen Kumpel Hirnstumpf. Der weiß das auch nicht. Ach so, okay. Das glaube ich jedenfalls. Dann müssen wir das mal testen. Von dem deinen Kumpel Hirnstumpf? Was ist das für eine Aussage? Überhaupt gar keine Aussage. Mhm. Weißt doch, Aussagen sind überhaupt nicht mein Ding. So, nee, noch stimmt eine immer wie ein Aal. Was? Von links nach rechts geschlängelt. So. Ah, sorry. Aus Plant Aloe kann ich nichts machen. Nee, doch. Und aus Yucca Plant kann ich Plantflie was machen. 8. Aber aus 31. Der Aloe-Pflanze kannst du doch eigentlich dieses, so einen Balsam herstellen, oder nicht? Ja, vielleicht brauche ich eine. Ah, vielleicht brauche ich hier den. Oder du nimmst leere die Palme und Stoff und da, genau, Aloe-Creme, macht Sinn. Ah, hier, gut. Bing, bing. Ich hab ja auch wieder null Struktur drin. In ja, ganzen kannst du mal deine Struktur hier nennen, weil ich sehe nicht so richtig durch. Waffenkiste, wo ist die Waffenkiste? Waffenkiste ist hier hinten links die obere. Da ist keine einzige Waffe drin. Dann ist die untere. Stimmt, da sind Waffen. Hier, so ein Wooden Club brauchen wir nicht. Nee, Wooden Club kann weg. Dann sind hier schön drei Rocket Launcher jetzt drin, inklusive Munition und. Boah, wir haben 51 Gas Cans. Gas Cans. Ja. Ich. Das ist eine gute Geschichte. Das ist eine gute Geschichte, du! Ist hier Crossbow. Lalelu. Ich bräuchte Munition. Ich nehme mir einfach die. Also, die Bullet Tip Mold habe ich. Die Bullet Casing Mold und der Rest ist Gunpowder. Ich kann dir jede Munition herstellen, die du möchtest. Gut. Keine Bandagen. Bandagen, wo packst du die hin? Nee, ich hab noch drei, die behalte ich, tut mir leid. Achso, okay, alles klar. Das macht Sinn. Nee, klar, macht ja Sinn. Immer schön egoistisch sein. Na klar. Na klar, das macht Sinn hier. Ich hab dir nochmal zwei Bücher mitgebracht. Mhm. Wo sind die denn? Hier sind 18 Bücher drin in der oberen, unteren. 18 Bücher? 18. Wofür? Für Sprengarbeiten oder zum Lesen? Achso, apropos Sprengarbeiten und Lesen. Das Lesebuch mag ich da auch hin, wenn ich. Für Sprengarbeiten. Ah, gut. Mal weg hier. Und für meine Shotgun-Shells. Weg da. So, nochmal Metal reingeschmissen. A fuel source is required to heart the heat the forge. Genau. Was ist denn hier mit Brass? Lieber dein Englisch. Da bist du der Einzige. Okay, ja. Brass mach ich hier in die Kiste neben dem Dings hier, ja? Genauso wie Plant Fibers neben. Plant Fibers macht Sinn, dass wir die zum Dings legen, oder? Nee. Die Bücher würde Kieren machen. Und diese. Ich weiß es nicht, weil hier ist Gunpowder drin, deswegen. Ich mach die Plant Fibers hier neben das Gunpowder fertig. So. Ja, ist schon so gut. Ja, ist ja auch gut. So, nochmal raus, oder? Nimm das Papier und ein Zeug hier mal raus und pack das hier mit drin. Was machst du da? Hüpf, hüpf, hüpf. Achso, ich muss das Enforcer Magazine erstmal lesen, ne? So, was hast du jetzt gesagt? Geil. Der Sound ist cool. Auf jeden Fall. Kannst du nicht sagen. So. Kannst du nicht meckern. Was ist denn, wenn ich das so mache? Und so mache. Aloe Cream. Craft. Jetzt sieht aus wie Mayonnaise. Ja, das kannst du haben. Übrigens macht Sinn, wenn man einen Gunsafe. Also, ich würde einen Gunsafe machen, um. Tatsächlich. Um was zu tun. Naja, weil der. Wisst ihr, wie viel darin passt, Alter? Da kannst du 4 Kisten hinstellen, glaube ich. Echt? So viel? Naja, ist schon eh mal einen kompletten Bildschirmbreite, sag ich jetzt mal. Boah, krass. Okay. Boah. Oh, bitte, dann bitte. Was mache ich jetzt mit Aloe Creme? Kann ich die essen? Das auch, ja. Health plus 10. Okay. Hm? Health plus 10. Ist die Frage, ob das wieder so viel Sinn macht, aber. Plus 10 ist ja jetzt nicht so schlecht, oder? Gun safe. 30 Sekunden.
No problemo. Was kann ich denn sonst noch mit? Ach, Bandagen hast du gesagt, ne? Bandages machen wir jetzt damit, würde ich sagen. Genau. Das ist immer eine gute Idee. Bandages, Bandages in the eyes of you. Waffen? Kiste, Mike, hier unten hin? Safe? Würde jetzt ja. Hier? Oder oben. Eigentlich ist das wurscht. Wo? Das Haus kommt sowieso keiner rein. Doch, wir müssen das unbedingt absichern. In der Nacht kommen doch, hier diese komischen Crawler, kommen hier, also diese Spider-Teile, kommen hier rüber. So, könnte natürlich jetzt bald soweit sein. Ach, schon wieder? Wieso? Oh, schwierig. Naja, sehr. Boah, passt hier viel drin. Ich pack die Waffen um. Wartet. So, oh, ein bisschen. Wasser ist fertig. Schrotflinte, okay. Ja, mach mal, ich meine, es ist ja auch schon wieder ganz schön spät jetzt. Ja. Das heißt, wir werden hier wieder einen Cut machen. Eine strategische Aufnahmepause. Richtig, und dann nächste Folge geht das weiter, kannst du sagen. Dann haben wir hier vielleicht alles schon mal umgepackt. Und dann, was passiert denn? Gehen wir nochmal raus? Wir werden auf jeden Fall Unruhe stiften, so viel steht fest. Und da freuen wir uns drauf, deswegen sage ich Tschüss, liebe Leute. Tschüssing. Achso, ja, und wenn er euch gefallen hat, ja, dann könnt ihr auch mal was schreiben. Wa? Oder einen Daumen hoch da lassen. Ich würde mich freuen. Tschüss.